Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mal dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und ja, man muss schon fast eher sagen, dass heute ein Quickie nämlich ansteht. Und zwar sehen wir den ES6 mit einem unglaublich tollen Match. So kündigt sich's zumindest an. Und ich denke, jeder wird da auf seine Kosten kommen. Also genießt einfach diese knappen 6 Minuten, die jetzt uns zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, dass wir eine sehr, sehr schöne Show am Ende geliefert bekommen. Jetzt schauen wir mal, was hier der Shifty so anstellt. Shifty 1987 nochmal an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für das Video. Natürlich Top-Tier 8er, 7er, 6er Gefechte hat er Glück gehabt. Das macht besonders viel Spaß. Und dann noch Ruinberg, wo mit dem ES6 man ein sehr geiles Teil zur Hand bekommt. Also von dem her erwarte ich mir da einiges. Jetzt schauen wir mal, was er da so imstande zu leisten ist. Jetzt lurrt er hier in die Straße rein. Da bekommt er jetzt aber nichts auf. Jetzt hat er die ersten Gegner da vor der Brust. Und den KV-3, der sitzt gleich mal sehr solide. Jetzt hat er da noch einen Type stehen. Der ist aber gar nicht so einfach zu durchschlagen auf die Distanz. Und außerdem ist der Type 64 viel schöneres Ziel. Und man sieht, zack, weg ist er. Das ging einfach. So, und da jetzt T-37. Super Pershing. T-37 nimmt er im Auto-Aim raus. So, jetzt hat er hier so ein paar Koordinationsprobleme mit dem Super Pershing. Aber jetzt kann er links an ihm vorbeifahren und hier oben auf das Dach schießen. Allerdings, da hat man gesehen, er ist dem ersten nicht durchgekommen. Mal schauen, wie es jetzt beim zweiten so wird. Oh ja, eine Su. Oh, da hat er drunter durchgeschossen, scheinbar. Schade, das wäre ein schöner Hit gewesen. Aber hat nicht sollen sein. So, und jetzt aber, komm schon. Schieß doch. Jetzt klappt's doch mit dem Damage-Nachbarn. Schöner Treffer. So, er lädt nach, wartet da. Wie er rausfährt, ist natürlich ein bisschen riskant, aber er weiß natürlich, wann der Super Pershing geschossen hat, beziehungsweise er wartet da unglaublich lang. Das ist so das Einzige, wo ich ihn bisher ankreiden würde, dass er zu lange wartet, bis er dann den Schuss draußen hat. Er wartet zwar schön, bis er nachgeladen hat, fährt dann erst raus, aber da kann man doch mal zack draufballern. So wie jetzt hier auf die Su, genau so, zack drauf und raus ist der Schuss. So soll es sein. Und jetzt kann er den da rausnehmen. Sehr schön. Da drüben ist noch ein AMX. Der kommt jetzt auch vorgelurrt. Jetzt hat er hier die Möglichkeit, auch da. Jetzt kommt so langsam der Damage rum, den ich mir erwartet hatte. Oh ja, da hat er Glück, dass der Super Pershing ihn ausschließlich kettet. Aber hier mit dem Schießen auf den Super Pershing, da hat er es nicht so. Da braucht er echt immer recht lang. Das, bei jedem anderen macht er das schneller. Man hat es bei der Su oder beim AMX und bei allen anderen gesehen. Aber naja. Jetzt mit dem AMX sollte er kaum Probleme haben. Zack, ja. Drauffahren. Und jetzt kuscheln mit dem IS-6 immer sehr schön, weil man hat eine tolle Panzerung. Aber in dem Fall, der AMX kümmert sich gar nicht erst um ihn. Jetzt zieht er sich hier ein bisschen zurück, weil da drüben natürlich die weiteren Gegner sind. Das steht 8 zu 10. 8 zu 11. Und jetzt hat er hier da 3 Gegner vor sich. Aber Gott sei Dank, der CDC ist recht low. So, der Type kettet ihn da. So, und jetzt konnte er dem eine geben. Jetzt wird er umfahren. Jetzt bräuchte er eigentlich da auf jeden Fall die Hilfe. Jetzt lässt er den Type so gesehen links liegen. Der schießt ihn jetzt ins Heck. Und jetzt geht er auf den CDC, will er draufgehen. Nein, er verschießt. Komm, Ramin, weg. Ja, der war jetzt wichtig. Und jetzt muss er sich ganz schnell drehen, weil jetzt hat er wirklich nicht mehr viele Hitpoints. Oh, jetzt kommt auch noch da der WZ und jetzt prallt er da ab. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt prallen sie an ihm ab. Jetzt hat er hier, jetzt hat er die Trollpanzerung aktiv. So, und jetzt sehr schön
den Type getroffen. Aber man muss einfach sagen, der IS, der trollt einen so stark mit seiner Panzerung. So, jetzt kann er dem WZ eine geben. Der Type kommt jetzt auch langsam wieder zu ihm. Jetzt hat er eine Premium-Granate vom Type bekommen. Jetzt muss er echt aufpassen mit dem nächsten Hit. Haha, er prallt nochmal ab. Das gibt's ja gar nicht. Trollt bei Armor, sag ich da nur mal. Und er nimmt ihn raus. Sehr schnieke. Ja, unglaublich. Das war ja wirklich für die Kürze eine geniale Runde. 6000 Damage, 6 Kills, über 3000 abgewehrt durch Panzerung. Geiles Teil. Hat mir Spaß gemacht zum Anschauen und ich hoffe, auch zum Kommentieren war es stimmig. Deswegen, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.